Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck und herzlich willkommen zur Rezension über den Inhalator von der Firma Beurer. Videocheck. Der IH50 ist ein praktischer, guter und preiswerter Inhalator in meinen Augen. Vor allen Dingen kommt das Ding von einer deutschen Firma. Gerade bei Gesundheits- oder Medizinprodukten würden viele wahrscheinlich nicht nach einem chinesischen Produkt greifen, beziehungsweise nach einem chinesischen Hersteller. Und das ist der IH50, funktioniert mit Ultraschall. Der hat so eine spezielle Membrane. Und das Gute oder der Clou, wie gesagt, ist einmal dabei, dass wir das Ding natürlich für unterwegs benutzen können. Noch ein weiterer Clou ist auf jeden Fall die richtig geile, hochwertige Tasche. Da bezahlt man bei GoPro, sage ich immer, so bei Actioncamps, für so eine coole Tasche, für so ein Case, locker mal 50, 60 Euro. Und der Inhalator kostet nur 65 Euro rund. Und den habe ich von Amazon. Wer sich dafür interessiert, ich packe euch den Link gerne unten mit in die Infobox hinein. Und das ist, wie gesagt, ein Inhalator, den man auch unterwegs benutzen kann, nicht nur zu Hause. Und der auch vor allen Dingen für Kinder geeignet ist. Es gibt natürlich Inhalatoren, die haben so eine große Maske, beziehungsweise, ich habe die jetzt schon mal benutzt hier, deswegen ist das noch ein bisschen beschlagen. Es gibt natürlich Inhalatoren, die haben solche Masken, die können Kinder nicht benutzen. Und hier ist extra auf jeden Fall eine Kindermaske mit dabei. Das finde ich auf jeden Fall schon mal richtig genial. Und das Ganze kann man hier mit diesem Adapterstück hier quasi aufbauen. Und dann kann man dem Kind das quasi, wenn das krank ist und kaputt im Bett liegt, dann würde es wohl kaum noch das Gerät halten oder hat da kaum Lust zu. Und das ist einfacher auf jeden Fall mit so einer Maske. Das Ganze natürlich auch nochmal für Erwachsene als Maske. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Wie schon erwähnt, das Teil kommt in diesen geilen Koffer. Die Fächer sind vorgeformt. Hier ist auch ein Netzgerät mit dabei. Wir können natürlich das Ganze auch per Batterie betreiben. Ich habe jetzt Batterien schon drinne. Und die sind, wie gesagt, hier von unten kommen die in das Gerät rein. Das sind Doppel-A-Batterien, 4 Stück. Und ein Pluspunkt auf jeden Fall, dass die Batterien mit dabei sind, finde ich sehr gut. Und vor allen Dingen, dass man nicht nur die Masken benutzen kann. Was ich persönlich auf jeden Fall richtig gut finde, ist, dass man auch so einen Schnabel dazu hat. Und diesen Schnabel, das ist gerade, wenn man am PC sitzt oder unterwegs ist, auf Reisen oder im Hotel oder sonst wo, oder das Ding auf dem Nachttisch stehen hat, dann ist es natürlich schön einfach, wenn man dabei dieses Gerät hier so benutzen kann. Dass es auf jeden Fall ein hochwertiges Produkt ist, das sieht man sofort, dass, und spürt man auf jeden Fall, allein die Haptik, also das Gummi, man kann hier nichts verlieren oder fallen lassen, das ist richtig, richtig cool gemacht. Selbst unten die Füße, da wo die Schrauben drin sind, diese Erhöhung, die sind nochmal gummiert, dass unser Gerät quasi nicht hin und her rutscht oder gar runterfällt. Wir haben oben die Möglichkeit natürlich, unsere Flüssigkeit reinzupacken. Wir haben hier einen kleinen Behälter, der ist auch nochmal gesichert. Das Ganze hier oben hat nochmal eine Gummidichtung. Laut der Anleitung ist es nicht empfohlen, die Flüssigkeit drin zu lassen. Wir benutzen im Prinzip eine Kochsalzlösung, die kann man selber machen oder auch in der Apotheke kaufen. Es gibt auch Medikamente, die natürlich für Inhalatoren geeignet sind. Was ich nicht empfehlen kann, sind auf jeden Fall ätherische Öle. Dafür ist der zu fein in der Verstaubung. Der hat so eine richtig geile Membrane mit porösen Filtern. Ich kann das gar nicht erklären, was das genau ist. Auf jeden Fall nebelt er richtig übelst feinen Nebel. Deswegen sind auf jeden Fall ätherische Öle dafür nicht geeignet. Ich habe das jetzt trotzdem mal gelagert zum Testen, ob es ausläuft. Es läuft auf jeden Fall nicht aus. Die Flüssigkeit bleibt hier im Tank drin, finde ich gut. Und man kann das ganze Teil natürlich hier auch nochmal demontieren. Das ist alles sehr einfach gehalten zum Reinigen und Desinfizieren. Die Kontakte befinden sich hier oben drauf, da wo der Strom quasi abgenommen wird. Und das ist richtig easy und geil zu reinigen. Und er macht auf jeden Fall richtig prima Dampf, Qualm, wie nennt man das? Und es gibt ja die Geräte, die, glaube ich, mit Hitze arbeiten. Und das ist auch sehr unangenehm, damit zu atmen, beziehungsweise das einzuatmen. Und wir haben hier einen kalten, angenehmen Dampf, der auf jeden Fall mikro zerstäubt ist und bis tief in die Lunge auf jeden Fall hervorprescht oder geht. Geeignet ist das Gerät natürlich für die oberen und unteren Atemwege, bei Asthma, bei Bronchitis, bei Erkältung, Grippe und so weiter, kann man damit auf jeden Fall richtig gut inhalieren. Die Lautstärke ist natürlich vorteilhaft für Kinder. Wenn die krank sind und nötig sind, dann muss man da nicht so einen riesen brummenden Apparat haben. Die Größe natürlich ist es absolut reisetauglich
Und wie gesagt, mit den Masken, dass man auch bei alten Leuten, die vielleicht bettlägerig sind, das Gerät halten kann. Die meisten Inhalatoren sind halt mega unhandlich und unpraktisch und stehen im Weg rum. Und das Teil kann man wirklich gut ordentlich sauber wegpacken. Und vor allen Dingen kann man es auch um 45 Grad neigen. Das heißt, das Gerät arbeitet trotzdem, ohne dass irgendwas ausläuft oder durchbrennt oder es aufhört zu nebeln. Also da, das ist wirklich top. Am besten ist es natürlich, wenn man das mit einer Kochsalzlösung macht. Das ist eine Lösung, die der Körper auf jeden Fall sehr gut aufnimmt und der auf jeden Fall die Heilung bzw. die Heilung fördert. Wollen wir die Maske anschließen, machen wir einmal so ein Adapterstück dazwischen und dann wollen wir einmal gucken hier. Die Maske kommt hier vorne drauf. Das Ganze schnallen wir uns hier so um. Und dann kann Darth Vader auf jeden Fall schon anfangen zu arbeiten. Am besten gefällt mir das allerdings mit diesem Mundaufsatz. Ihr seht auf jeden Fall, beim Ausatmen kommt kaum bzw. gar kein Dampf wieder heraus. Das liegt daran, dass wir einen hohen Wirkungsgrad haben, dass auch viel von der Flüssigkeit bzw. von dem Dampf durch die feine Vernebelung in der Lunge bzw. auf den Lungenbläschen liegen bleibt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Rezension etwas weiterhelfen. Das Gerät bekommt von mir auf jeden Fall von meiner Rezension her 5 Sterne. Allein das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in meinen Augen mega top. Die Qualität ist top. Das einfache Handling. Wir haben hier, wie gesagt, innen drin eine Skala, dass wir wissen, wie viel Flüssigkeit drin ist, dass wir das Gerät neigen können, ohne dass es ausgeht oder durchbrennt, dass wir eine Tasche haben, die allein schon einen sehr hohen Wert an sich hat und aus diesem Grund, wie gesagt, 5 Sterne. Als super Pluspunkt natürlich, dass es auch für Kinder geeignet ist, das heißt, dass die ganze Familie davon profitiert und deswegen diese Bewertung in meiner Rezension. Solltest du dich dafür interessieren, der Link ist wie immer bei mir unten in der Infobox drinne. Mehr Videos findest du auf meinem Kanal und wenn du mich abonnierst, dann verpasst du auch kein neues Video. Bis dann, euer Paul vom Videocheck. Bleibt sauber, ordentlich und anständig und falls ihr krank seid, gute Besserung. Ciao. Ist das cool? Ja? Geil.